Willkommen zurück zu einer neuen Folge Fallout 4 in der Disaster Area. Hier sind wir momentan in irgendeinem Tunnelnetzwerk-Dingens-Bunker unterwegs, wo wir auf ein paar Raider gestoßen sind. Dessen Anführerin haben wir schon platt gemacht und leider sind wir auch zweimal gestorben. Und deswegen kennen wir das hier jetzt eigentlich alles schon. Und deswegen brauche ich auch das hier alles nicht mehr zu lesen, denn ich weiß ja schon, was da drin steht. So, das nehmen wir natürlich auch alles mit. Und ja, deswegen werden wir jetzt hier einfach ein bisschen in den Kram einsammeln. Vielleicht das Terminal einfach nur weil hacken. Und dann wieder unserer Wege ziehen und hoffen, dass wir diesmal auch in die andere Richtung gehen können, ohne zu sterben, beziehungsweise ohne zu vergessen, nochmal ein Quicksave zu machen. So, Gave. Ist es schon mal nicht. Damit schließt sich Born schon mal aus. Seed auch. Dead auch. Work. Auch. Used. Nö. Slap. Nein, Jobs ist es auch nicht. One kann es sein. Ist es aber nicht. Band kann es auch sein. There we go. Und das ist es. So, das alles kennen wir schon. Das einzig Wichtige ist Turret Control. Deactivate. So, aus mit dem Scheiß. So, Licht aus. Kate, wieder hier am Rauchen. Also, wir haben vielleicht auch Zuschauer, die... Also, weißt du, das ist... Ach, egal. Egal. Ah, es ist so hell. Was ist denn hier? Ist hier irgendwas oder? Geht's noch weiter rein? Ich gucke mich erstmal hier um. Okay. Da ging's nicht weiter, aber hier ist eine Leiter. Und da geht's wieder nach draußen. Aber wir wollen ja noch gar nicht nach draußen. Also, umkehren, in eine andere Richtung gehen. So, Licht machen wir mal wieder aus hier. Kein Strom verschwenden. Wollen ja vorbildlich sein hier. So, und jetzt geht es hier vorne da lang. Und diesmal müssen wir aufpassen, dass wir nicht schon wieder eine Granate rennen, so wie das letzte Mal. Ah, da haben wir einen. Ah, da kriege ich aber keinen guten... Vielleicht kann ich das hier... Ah, nein. Hat nicht funktioniert. War doch noch die Wand ein bisschen im Weg. Na, kurz. Vielleicht kommen wir jetzt auch wieder hier runter gerannt. Wenn wir Glück haben. Ah ja, wer läuft denn aus seiner vorteilhaften Position hervor und... lässt sich hier wie eine Schießbudenfigur abschießen. Gib dir Tipp, ich nicht. Nö, das war eigentlich nicht meine Absicht. Nichts zu sehen von dem Typen. Ja, wenn ich nicht schieße, werde ich auch nicht nachladen müssen, du Hirni. So, hier ist, glaube ich, nichts drin. Nö. Hier scheint irgendwie gar nichts zu sein. Hey. Kate muss mir mal gerade helfen. Nimm mir mal bitte hier ein bisschen was ab. Du kennst das Prozedere, ja. Boah, viel Stahl, ey. 122 Stahl schon wieder. Und das wird noch mehr. So, ist hier noch irgendwas? Nein. Nach wie vor nicht. Also, hier an der Stelle war das. Deswegen wir jetzt hier wieder ein Quicksave machen. Es kann nämlich auch gut sein, dass es eine Falle war. Eigentlich glaube ich auch. Ah ja, guck hier. Haha. Aber wie ist die ausgelöst worden? Die ist doch kein Tripwire und nichts.
Komisch, komisch. Das ist auch hier weiter unten. Ah, ist hier so eine Pressure Plate? Ja, tatsächlich. So ein Bathroom-Scale. Boah, natürlich mies hier in dem Dunkeln. Da sieht man das ja gar nicht. Richtig miese Falle. Und ich bin voll reingelatscht, natürlich. Der tat weh. Da wird keine Prothese mehr helfen. So. Gucken, ob man die auch hier irgendwie wegsneaken kann. Ja. Hey, geh kaputt. Löst Ding. Ah, Mentats. Natürlich auch sofort. Verschlossenes Toolcase. Ah, das war ja einfach. Danke. Aber ich krieg hier doch noch mehr Gegner angezeigt. Was sollen die denn sein? Tja, von dem Typen ist jedenfalls nicht viel übrig geblieben. Der wird uns schon mal nicht mehr weiter stören. Radio, du musst leider die Klappe halten. Tut mir leid. So. Wow. Wow, kündige dich doch an. Ich meine, das hat sie ja, aber... Du wirst erst mal mit Hallo sagen und dann erschießen. So, kurz Slimpack. Moment, ich bin gleich für dich da. Das ist mit deiner Freundin auseinandernehmen. Steht er ja. Leichtes Spiel. Mit dem gehabt. So. Licht bitte. Ammo Box, Novice, okay. Na. Hier? Nö, weiter oben. Haha, da geht es auf. Die Tür ist auch verschlossen. Und ich bin schon wieder zu schwer. Ah, wenn das mal nicht strahlend ist. Nein, ist es nicht. Okay. Guck mal, Kate, die haben einen Swimmingpool. Ist das nicht geil? Oh, guck mal da. Trete zurück, Kate, das könnte jetzt laut werden. Gut, dass da keiner drin stand. Ha, nicht nur ein Swimmingpool, eine Sauna haben sie auch. Die haben an alles gedacht, diese Raider. Voll ausgestattet, ey. Richtig luxuriös. Jetzt sollte ich doch erst durch die verschlossene Tür gehen. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Hey. Kate, du darfst jedenfalls wieder... Ja, das glaube ich dir. Was hat denn hier schon wieder alles gesammelt, ey? Ah, ich müsste eigentlich zurück und wieder zu dieser Armor Workbench. Das würde helfen. Tut mir leid, Kate, du musst mal was Schwereres für mich tragen. Nimm mal hier den ganzen Lederkram, damit ich mich wieder bewegen kann. Das reicht noch nicht mal. Gut, dann darfst du den Metallkram auch noch haben. Jetzt kannst du selber nicht mehr tragen. So. Hep. Platsch. Also, erstmal hier weiter gucken. Ach, der war ab. Der war on point. So, was haben wir denn hier? Was hat der denn für mich, Jungs? Und Mädels. Ein Kissen, das ist so toll. Ein Fusion Core, das ist ziemlich cool. Ein Kaffee, das ist wirklich, wirklich gastfreundlich von euch. Oh, Korn, das hören wir immer gerne. Ich wiederhole mich jetzt an dem Punkt nicht mehr. Die weiß ganz genau, dass wir ein Museum aufmachen wollen. So, wenn wir jetzt erstmal wieder ein bisschen backtracken. Moment. Hier geht's hoch. Hier runter. So, wo war das noch? Hier lang.
Hier haben wir Nummer 1. Ist immer praktisch, wenn man so, so Workbenches im Dungeon drin hat. Das vereinfacht das Rumschleppen wertvoller Gegenstände um ein Vielfaches. So. Oh, noch mehr Stahl. Oh, wir werden hier so viel Stahl rausschleppen. Aber ja, wo Raider sind, findet man auch Stahl, ne? So, Kate, wir werden jetzt tauschen. Ich nehme jetzt einfach den ganzen Apparel wieder. Und dafür kriegst du mehr Junk. Das ist ein Angebot, oder? So. Dann können wir nämlich den auch direkt hier auseinanderbauen. Da 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 da. Fertig. So, jetzt können wir wieder tragen. Jetzt müssen wir nur wieder dahin zurück, wo wir waren. Ich will gerade schon sagen, wo wir angefangen haben. Das ist nicht so ganz richtig. So, hier runter. Nach rechts, bitte. Hier können wir ruhig drüber springen. Macht ja nichts. So. Wo gehen wir denn als erstes lang? Ich glaube, wir gehen erstmal runter. Oh, 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 das strahlt. Okay. Okay. Boah, das strahlt sogar richtig gut. Ist da irgendwas? Guck mal, da ist doch irgendwas. Ha. Einfach mal ins kalte Wasser springen und ausprobieren. Ja, ich glaube, das tun wir. Geronimo! Yes! Suitcase! Boah, ist das verdreckt hier. Na! Dafür hat es jetzt nicht so gelohnt, aber... Naja. So schlimm war es jetzt auch nicht. So. Habe ich hier noch irgendwas zum Looten? Loot, wo bist du? Loot? Nee, hier ist nichts mehr. Und jetzt sind wir einmal rum. Okay. Dann haben wir das wohl abgehakt. Oder geht's. War ich da schon? Terminal, sag's mir, war ich da schon? Oh, da ist noch eine. Sind noch zwei Cans, die ich übersehen habe. Einfach mal nachsehen. Ach ja. Ja, nein, hier war ich noch nicht. Gucken. Da habe ich nämlich schon gerade eben eine Mine auf dem Boden gesehen. Nicht, dass hier auch noch welche sind. Hier vorne. Danke. Die ist ja gar nicht losgegangen. Das ist interessant. Mal gerade oben gucken. Nein. Nichts Interessantes mehr. Hier liegen auch keine Minen mehr rum. Okay, der Weg scheint frei zu sein. Ah, das ist das Schwimmbad. Hep. Sitzt über dem Schwimmbad. Mit dem Swimmingpool. Das ist ein Gaskanister, das ist cool. Was raucht denn hier so? Guck mal, da steigt irgendwie Rauch auf oder so. Ein paar Granaten. Cool. Ansonsten scheint hier nichts mehr zu sein. Aber immerhin, ne? Warum raucht das hier so komisch? Seltsam. So, hier können wir ja dann ruhig runter. Hopp. Und ich glaube, dann sind wir hier fertig. Halt, da lang. Müssen wir nur wieder hier rausfinden, ne? Aber das ist jetzt nicht so schwer. Ist jetzt nicht so mega verzweigt. So, da sind wir auch schon wieder. Das haben wir ja schon alles eingesackt. Ja. Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht, oder? Moment, wir sind hier durch.
Bin jetzt gerade nicht sicher. Oder war das das gerade, wo wir durch sind? Ah, doch, hier waren wir schon, Ich erinnere mich. Gut, dann haben wir jetzt endgültig alles erledigt. Können wir endlich mal wieder in die Oberfläche. Ich will wieder frische Luft hier. Jetzt haben wir wieder einiges zu scrappen. Oh, wir haben schon wieder fast ein Level up zusammen. Fehlt nicht mehr so viel. Vielleicht, wenn wir jetzt die Quest abgeben von der Railroad, dann war es das schon. Ich denke, das werden wir jetzt auch erstmal noch machen. Das Scrappen und so kann ich später auch noch. Wir werden jetzt bestimmt nicht sofort irgendwie die nächste Quest stolpern. Gehe ich mal nicht von aus. So, wo sollen wir denn überhaupt hin? Bestimmt jetzt zurück in den Bericht erstatten. Yep, das sieht so aus. Aber wirklich was rausgefunden haben wir jetzt nicht. Nicht wirklich. Yo, the survivor from Dr. Carrington. Blackbird. Is dead. I didn't find any evidence of where the synth is. As I expected. Well, ja. At least you weren't hurt. Perhaps Desdemona. Ach, wir sind dreimal gestorben. Nee, zweimal gestorben. Now, if you don't mind. Okay, danke. Hey, you. Cool. Randolph Safe House has been MIA since Switchboard. But now, Dead drops tag. Des wants you to check it out. Alles klar, aber was ist dieses Safe House überhaupt? Okay, hoffentlich ist da noch jemand zum Kontaktieren. It took this long to make contact? Sounds suspicious. Yeah, it smells fishy. But if some of our boys need help, we gotta do what we gotta do, right? Once you take care of the dead drop, report him to Des. Klar, mach ich. Problem. Randolph Safe House 1. Wieso 1? Ist das ein längeres Unterfangen? Ha, wir werden es herausfinden. Jetzt haben wir aber wirklich, wirklich viele Quests für die Railroad zu tun. Hier, Safe House. Cambridge Construction Site. Dieses Mila aufbauen. Das Mercer Safe House, das die Sunshine Tidings Coop ausbauen, warum auch immer, was auch immer die damit zu tun haben. Da kommt ein schon was zusammen, dabei haben wir gerade schon eine Quest abgegeben. Aber wir haben doch auch gerade hier so eine fette Gauss Rifle bekommen. Braucht 2 mm EC, was auch immer das ist. Achso, Election Charge? Ich glaube sowas. 154 Damage, ey, das Ding haut so rein. Die sind extrem stark, ich kenne die schon. Ich habe zwar noch keine abgefeuert, aber das tut weh. So, es ist mal wieder Zeit für ein Level Up und wie immer weiß ich nicht, was ich tun soll. Gunnard, Hacker, Locksmith kann ich alles nicht verbessern. Armor kann ich verbessern, Strongback kann ich verbessern. Was sehr cool wäre. Aber ich glaube, ich werde Science machen, denn ich habe gesehen, es gibt noch eine letzte Erweiterung, die ich für meine Righteous Authority haben will. Und die braucht Science Rang 3. Und genau deswegen werden wir uns den jetzt holen. So. Und damit werden wir jetzt auch nach Hause latschen. Ich bin mal gespannt, was wir an der Ghost Rifle noch so machen können. Ich frage mich, ob man die ich weiß gar nicht, ob man die modden kann. Also ich glaube schon, weil bisher konnte man so ziemlich alles modden. Außer ein paar spezielle Kleidungsstücke. Die konnte man nicht modden. Aber von den Waffen her bisher eigentlich alles. Das ist jetzt jedenfalls keine Waffenart, die man nicht modden kann. Oh Gott, hoffentlich weiß ich noch den richtigen Weg.
Ja. Gut. Gott sei Dank ist er nicht so schwer. So. Hep. Und raus. So, und jetzt dürfen wir wieder zurück nach Sanctuary. Erstmal Sachen auseinandernehmen und dann gucken wir uns die Gauss Rifle mal genauer an. Und die Righteous Authority werde ich natürlich noch modden. Die letzte Mod, die ich machen will. Und danach ist die Engage fertig und dann hat die einen wirklich hohen Schadenswert. Dann tut die richtig weh. Da kann er echt nichts anderes, was ich momentan habe, mithalten. Außer natürlich jetzt die Gauss Rifle, aber die ist einfach extrem stark. Da werde ich auch wahrscheinlich mit mir rumschleppen, so als Last Resort. Mal gucken, ich weiß jetzt, ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet, wie viel Muni wir dafür haben. Oh, nur 27, das ist arg wenig. Oh, ich weiß nicht. Wenn ich bedenke, dass ich dann noch meinen Raketenwerfer habe, ich glaube, da bleibe ich lieber erstmal beim Raketenwerfer und lasse die Gauss Rifle erstmal zu Hause, bis wir da richtig Muni für haben. Mit 27. Das ist nicht gerade viel. So. Teil 1, Junk ablegen. Teil 2. Ich hätte Teil 2 vor Teil 1 machen sollen, weil die hat ja nur Junk. Ja. Hör mich immer zu kritisieren. Das finde ich voll gemein von dir. So, erstmal Righteous Authority. Ich glaube, hier war das. Ja, den Overcharger, aber mir fehlt Adhesive. Verdammt. Aber guck mal, ihr hättet den Damage von 105. Das geht richtig ab. Das sage ich euch. So, gucken wir uns nochmal die Gauss Rifle an. Shielded Barrel. Boah, da hat die 201 Schaden. Heilige Scheiße. Vehicle Compensating Stock. Cool. Half Capacitors. So, Full Capacitor. Boah, die noch mehr Schaden, ey. Capacitor Boosting Coil. 242, ey. Das wird ja immer krasser mit dem Ding hier. Und da bräuchte man dann auch schon Gunnut 4 für. Und richtig, richtig viele Materialien. Die wir bisher Adhesive tatsächlich alle haben. Ist denn Zeit Short Scope? Aha. Gauss Reflex Sight. Medium Scope, Long Scope. Night Vision Scopes und Reckon Scopes. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Ding machen würde. Und hier natürlich Masse. Oh Gott, sind das Riesendinger. Du Scheiße. Und das ist doch kein Suppressor. Ne, Gauss Rifle mit Suppressor, ey. Das ist so bescheuert. Sieht aus wie ein Maulkorb oder so. Also ja, wir brauchen mal wieder mehr Adhesive, so wie immer. So, haben wir nicht noch irgendwie ein bisschen was am Start? Was mache ich denn hier überhaupt? Ich wollte eigentlich nur zur Aid. So, ein Blood Pack. Blanco Mac and Cheese. Ein Bourbon, Buff Out. Das Korn können wir ablegen. Den müssen wir gleich eigentlich direkt einpflanzen. Damit wir so schnell wie möglich immer eine schöne Ladung Korn kriegen. Würde mich sowieso mal interessieren, wie viel, ob das inzwischen gewachsen ist. So, die Chunks brauchen wir noch. Das können wir ablegen. 3 Quantums, das ist so geil. Das hat sich so gelohnt. So, Staff Boy. Sugar Bombs. Und den ganzen anderen Kram hier natürlich auch. Alles immer nur Rinder mit.
So. Gucke ich erstmal, ob wir nicht noch gerade ein Vegetable, obwohl dafür will ich das Korn brauchen. Das ist irgendwie nicht Sinn der Sache. Aber hier, ein paar Drogen können wir machen. Warum auch nicht? So ein paar Buff-Tats. Ist jetzt nicht viel, was wir machen konnten, aber wir konnten was machen. So, Stimpack oder Glowblood Pack? Stimpack? Glowblood Pack. Stimpack. Glowblood Pack. Ja komm, die Irradiated Blood Packs müssen ja auch mal irgendwann weg, ne? Ich glaube auch nicht, dass man die für irgendwas anderes braucht. Nö, nicht wirklich. Da machen wir doch einfach mal so eins. So, können ja trotzdem den anderen Kram schon mal kochen, was wir kochen können. Noch mehr Matchups, yay, ich liebe Matchups. Lecker Hund. Oh ja, wir hätten schon wieder drei zusammen, aber die wollen wir einpflanzen. So, deswegen werden wir jetzt auch direkt mal darunter düsen. Und uns das Korn angucken und ein bisschen Korn pflanzen. Wir werden ihn auch richtig zum Farmer. Ja, wieder eine neue Facette zu Fallout 4, der Farming Simulator. Davon gibt es ja schon jede Menge, aber nicht mit so vielen anderen Simulatoren in einem. Also bin ich da mal gespannt, ob unser Korn denn schon fertig ist. Korn, wo bist du? Da hinten. Ja, ist schon fertig. So, oh, da kreist schon wieder irgendwer durch die Gegend und geht uns auf die Nerven. So, Korn. So, da noch einen hinsetzen. So, schön. Hier auf die andere Seite können wir noch was setzen. So, und da. Wenn wir jetzt noch irgendwo eins hier reinquetschen, dann haben wir 5 Stück am Start. Machen wir mal hier noch so eins. So. Die werden noch abgedeckt. Die werden alle abgedeckt. Cool. Cool, dann brauchen wir gar keinen wieder hier einzustellen. Das ist ziemlich cool. Gut. So, und jetzt Kate. Können wir das nächste Mal richtig schon Korn ernten, dann können wir richtig geil hier Adhesive machen. So, und damit ist unsere Episode auch schon wieder vorbei. Und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder, wenn wir wieder für die Railroad durch die Gegend questen und hoffentlich bald unsere erste Kornernte einfahren können. Bis zum nächsten Mal.